Es ging immer nur darum, wie können wir die Russen besiegen? Gebt uns mehr Panzer, gebt uns Leopards, gebt uns Taurus, gebt uns Panzerkanonen, Waffen. Nur darum ging es die ganze Zeit. Und irgendwie eine Friedenslösung ist überhaupt nicht in Sicht. Hallo und herzlich willkommen. Seit nun fast 2,5 Jahren dauert der Ukraine-Krieg an. Bundeskanzler Scholz erlaubte kürzlich, dass mit deutschen Waffen künftig auch auf russisches Territorium gefeuert werden darf. Der Frieden scheint in weiter Ferne. Mit Rüdiger Lukassen und Marc Bernhard spreche ich heute über die aktuelle Kriegslage und den geplanten feministischen Wiederaufbau der Ukraine. Hallo, schön, dass Sie beide da sind. Herr Lukassen, der Bundeskanzler Scholz hat jetzt erlaubt, dass auch mit deutschen Waffen auf russisches Territorium gefeuert werden darf. Mal ganz deutlich gefragt, was bedeutet das jetzt für den Krieg? Steigt dadurch das Risiko, dass der Krieg sich jetzt noch weiter ausweitet? Also bei den deutschen Waffen wird gesprochen von eigentlich drei Systemen. Nicht? Raketenwerfer Mars, dem Patriot-System und der Panzerhaubitze. Und da sprechen wir von einer Reichweite so grob zwischen 40 und mehr als 80 Kilometer. So. Rein militärisch betrachtet wäre das natürlich ganz normal, wenn man sich verteidigt oder angreifen will, dass man auch auf das Gebiet des Feindes, des Gegners wirkt. Aber hier haben wir jetzt natürlich eine politische Dimension. Und das ist eindeutig die der Salamitaktik, die wir nun seit 2,25 Jahren erleben, was die deutsche Politik und die Unterstützung der Ukraine mit Waffen anbetrifft. Nicht angefangen von den Helmen und dann die Diskussion, was die Kampfpanzer anbetrifft und so weiter, das kennen wir, dann diese weitreichenden Waffensysteme zu liefern. Und jetzt dürfen sie sogar mit der Freigabe der deutschen Regierung auf das Gebiet der Russischen Föderation wirken. So, das Völkerrecht ist das eine, zu sagen, es ist völkerrechtlich legitim, das zu machen. Aber wenn die Russische Föderation, wenn Putin natürlich erkennt, so deutsche Waffen, sogar nach ostdeutschen Bundeswehrbeständen, wirken jetzt auf russisches Territorium und damit ist Deutschland für mich ein Kriegsgegner, ja, dann ist das so. So, und in diese Eskalationsspirale und diese Gefahr bringt uns die deutsche Regierung. Und das ist fatal. Und dazu kommt ja noch dann solche Aussagen wie von Macron, Soldaten in die Ukraine zur Ausbildungsunterstützung zu schicken. Also Soldaten in Kombattantenstatus, in Uniform, das ist gefährlich. Denken wir an Vietnam. Das fing auch mal mit Militärberatern an. Und wo es geändert hat, wissen wir alle noch. Also eine fatale politische Entwicklung. Das Thema Waffenlieferung ist ja nicht neu und für viele Bürger stellt sich tatsächlich die Frage, was die bisherigen Waffenlieferungen aus Deutschland überhaupt gebracht haben. Wie schätzen Sie denn die aktuelle Kriegslage ein? Also im Moment ist rein militärisch betrachtet die Ukraine sicherlich unter Druck. Ja, denn Russland hat jetzt auch im Nordosten, also in der Region Kharkiv, eine Front eröffnet. Da war das bisher immer relativ ruhig. Und damit ist das, sag ich mal, mehr umzingelt aus Sicht der Russischen Föderation beziehungsweise aus Sicht der Ukraine, die sich verteidigt. Es ist nach wie vor ein Abnutzungskrieg, der zu Ungunsten der Ukraine verläuft. Diese Woche fand ja die Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine hier in Berlin statt. Sie sind verteidigungspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion, nahmen an dieser Konferenz teil. Was ist Ihr Eindruck der Konferenz? Was nehmen Sie mit? Also es war pompös aufgemacht durch die Bundesregierung unter Federführung des Auswärtigen Amtes. Geld spielte keine Rolle. Weit über 2000 Teilnehmer, Eröffnung durch Scholz und von der Leyen mit der Rede von Zelensky dort. Es ging darum, eben Firmen zu werben, die in der Ukraine den Wiederaufbau unterstützen. Überwiegend Amerikaner konnte man eindeutig feststellen, auch in den Gesprächen, und sehr viel europäische Firmen. Was habe ich daraus gelernt? Wenn diese Bundesregierung Bürgschaften geben will für die Unterstützung der Ukraine, wenn sie Geld reinpumpen will, dann soll es, wir können es ja nicht verhindern, aber dann soll es nicht in den Gewinn amerikanischer Firmen fließen, sondern dann soll auch der deutsche Mittelstand profitieren. Allerdings erst, wenn
Friedensverhandlungen erfolgreich waren, wenn der Krieg und die Waffen dort schweigen, dann deutsche Wiederaufbauhilfe, dann ich glaube nicht, dass Deutschland sich da zurückziehen kann, 500 Kilometer von der Grenze der Ukraine entfernt. Aber das deutsche Geld muss dann auch deutschen Firmen, die in Deutschland Steuern bezahlen, fließen. Das ist eindeutig. Bleiben wir noch mal bei der Bundesregierung. Aus den Ampelministerien hört man immer diese Forderung nach einem geschlechtersensiblen Ansatz beim Wiederaufbau der Ukraine. Hier kommt wieder die sogenannte wertegeleitete und feministische Außenpolitik hervor. Was sind das für Prioritäten? Also ja, da fragen Sie jetzt aber den Richtigen, Frau Seidler. Also bei Geschlechtern kenne ich mich gut aus, aber ich kenne nur zwei. So, und was die Bundesregierung damit meint, wie soll ich sagen, ist Bullshit. Herr Bernhard, der Bundestag befasste sich ja diese Woche auch mit dem Thema. Sie haben als stellvertretender Vorsitzender der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe an einer Sitzung teilgenommen. Können Sie uns etwas darüber berichten, worum ging es dabei und was haben Sie da mitgenommen? Na, es geht ja natürlich bei diesem ganzen angeblichen Wiederaufbau der Ukraine um sehr, sehr viel Geld. Das ist eigentlich das, um was es geht. Deutschland ist ja bisher schon der größte Sponsor in Europa. Über 40 Milliarden Euro wurden bereits an die Ukraine direkt oder indirekt bezahlt. Und zukünftig soll es ja dann 1% des Bruttoinlandsproduktes pro Jahr sein. Das heißt, weitere 40 Milliarden Euro pro Jahr soll dann quasi direkt oder indirekt an die Ukraine überwiesen werden. Und das ist natürlich ein totaler Wahnsinn. Es ging um dieses viele Geld und es ging natürlich auch darum, Waffen, Waffen, Waffen. Das war die Forderung, Panzer, Raketen, Taurus, alles, Munition, was auch immer. Jetzt sprachen Sie das Bruttoinlandsprodukt nochmal an, 1%. Jetzt sind ja schon sehr viele Ukrainer als Flüchtlinge hier im Bürgergeld. Das sind natürlich auch Kosten, die inzwischen wirklich angefallen sind. Wurde darüber gesprochen? Darüber wurde nicht gesprochen. Also es war eigentlich immer nur eine Forderungshaltung. Überhaupt keine Dankbarkeit erkennbar von der ukrainischen Delegation, sondern nur fordern, fordern, fordern. Wir wollen mehr Waffen. Wir wollen, müssen diesen Krieg gewinnen. Überhaupt nicht, kein Wort über Friedensverhandlungen. Und eben mehr Geld. Und man muss natürlich sagen, bei diesen 6 Milliarden, die ja an Bürgergeld beispielsweise an die ukrainischen Flüchtlinge bezahlt werden hier in Deutschland, wird ja gar keine Prüfung vorgenommen. Die kommen ja teilweise mit dem Porsche, mit dem SUV zur Bürgergeldstelle, holen sich ihr Geld ab. Es wird auch nicht, werden auch nicht die Vermögensverhältnisse, wie bei jedem Bürger in Deutschland, wird ja erstmal geprüft, bevor ich einen Pfennig vom Staat bekomme. Muss ich erstmal meine ganzen Dinge verkaufen und so weiter. Während die können ihr gesamtes Vermögen behalten. Es kann teilweise sein, dass die riesige Vermögen in der Ukraine haben und trotzdem hier Bürgergeld bekommen. Und das muss natürlich dringend beendet werden. Sie sagten, es war die Forderung nach Waffen, Waffen, Waffen und Frieden wurde noch gar nicht thematisiert. Da komme ich gleich noch mal drauf. Generell, wie fanden Sie denn das Verhalten der ukrainischen Parlamentarier? Da war ja auch eine Delegation angereist. War das auf Augenhöhe oder wie kann ich mir das vorstellen? Naja, muss ich das so sagen. Die haben eben nur Forderungen gestellt. Ich hatte ja schon gesagt, keine Dankbarkeit, nur Forderungen. Ja. Aber natürlich, wenn man sich die Vertreter der anderen Parteien, der anderen Fraktionen in diesem Gespräch angeschaut hat, nur demütig, was können wir noch für euch tun, was können wir noch machen, wie können wir noch mehr Waffen da reinbringen, wie können wir noch mehr Geld geben. Die hatten gar keinen Anlass, dankbar zu sein, sondern die, für sie war selbstverständlich, wir fordern mehr und für die anderen war selbstverständlich, wir bezahlen alles. Egal, was meine deutschen Wähler dazu sagen, egal, welche Steuern ich in Deutschland erhöhen muss, das ist ja das, was auch Habeck schon vor ein paar Monaten im Bundestag gesagt hat. Er hat gesagt, naja, wir haben uns entschieden, der Ukraine zu helfen. Wir haben das Geld dahin geschickt. Deswegen steht es für die deutsche Volkswirtschaft nicht mehr zur Verfügung. Und deswegen müssen wir hier in Deutschland die Steuern erhöhen. Das ist ja schon Fakt. Ja. Und wird weiter wahrscheinlich noch so weiterlaufen? Ja, mit dieser Regierung mit Sicherheit. Aber vielleicht gibt es ja 2025 eine andere Regierung. Ich möchte das Thema Frieden nochmal ansprechen, weil viele, viele Bürger in Deutschland wünschen sich wirklich Frieden. Das wird immer deutlicher. Jetzt hat der Ex-Außenminister Sigmar Gabriel in einem Interview, Zitat, gesagt, wir müssen Russland niederringen. Das klingt ja wirklich alles andere als danach, dass hier überhaupt noch der Wunsch von Frieden vorhanden ist. Gibt es ernsthafte Friedensverhandlungen oder was ist Ihr Eindruck? Genau dasselbe, etwa dasselbe
Eingangsstatement hat ja auch der Herr Hofreiter gemacht, der ja diesem Gespräch vorgesessen ist, ja, der der Vorsitzende dieses Gesprächs war. Der hat ganz klar gesagt, wir müssen Russland besiegen. Und das ist auch die gesamte Rhetorik der anderen Fraktionen hier im Deutschen Bundestag und eben auch der Ukrainer. Es ging immer nur darum, wie können wir die Russen besiegen? Gebt uns mehr Panzer, gebt uns Leopards, gebt uns Taurus, gebt uns Panzerkanonen, Waffen. Nur darum ging es die ganze Zeit. Und irgendwie eine Friedenslösung ist überhaupt nicht in Sicht. Dabei muss man ganz klar sagen, wie der Kollege Lukassen das gerade vorher schon gesagt hat, es ist ein riesiger Abnutzungskrieg. Keine der beiden Seiten wird diesen Krieg auf absehbare Zeit gewinnen können. Es sterben nur unnötig jeden Tag Hunderte von Menschen dort in der Ukraine, obwohl man einen Friedensvertrag erreichen könnte. Ich meine, Sie wissen ja, es gab ja bereits einen Friedensvertrag, der vor 2 Jahren, Ende März, lag der Friedensvertrag endverhandelt auf dem Tisch. Die Russen hätten sich komplett zurückgezogen aus der Ukraine mit der einzigen Bedingung, dass die Ukraine neutral bleibt. Und das wurde von den Engländern und den Amerikanern, wurden die Ukrainer genötigt, diesen Friedensvertrag nicht zu unterschreiben. Und deshalb sterben dort, sind da zehntausende Menschen zwischenzeitlich gestorben, jeden Tag weitere 100. Und wir, unsere Bürger, müssen bluten und jedes Jahr Milliarden von Euro dorthin überweisen. Und deswegen muss man diesen Wahnsinn stoppen. Die Parteien müssen an den Verhandlungstisch. Das ist der einzige Weg, diesen Konflikt zu lösen und nicht immer mehr Waffen. Ja, halten wir fest, Frieden erstmal in weiter Ferne, Waffen, Waffen, Waffen. Herr Lukassen, als letzte Frage an Sie. Wir sind jetzt ja seit fast 2,5 Jahren in diesem Krieg, oder die Ukraine und Russland sind in diesem Krieg. Wie kann man denn jetzt diesen Krieg beenden? Was müsste denn jetzt konkret getan werden? Was würden Sie tun, wenn Sie ein Teil der Regierung wären? Also nochmals, um es zu bestärken, was auch der Kollege Bernhard gesagt hatte, aus militärischer Sicht, der Krieg ist nicht als Siegfrieden zu beenden, weder von der einen noch der anderen Partei, schon gar nicht von der Ukraine. Und deswegen geht nur der Weg über Verhandlungen. Und zu meinen, wie man es dann immer wieder hört von Regierungsvertretern, man muss die Russland erst niederringen, damit sie Verhandlungsbereitschaft zeigen. Dahinter steht eine riesen Volkswirtschaft, die auf Kriegswirtschaft umgestellt hat. Das wird nicht funktionieren, sondern man wird Angebote machen müssen, und diese Angebote, die liegen natürlich in der Region der 4 Oblasten, die jetzt schon das Schlachtfeld seit 2,5 Jahren sind. Das muss eine Verhandlungsoption sein. Und es ist Deutschland. Es ist Deutschland als große Industrienation, die die Initiative ergreifen muss. Vielleicht über andere Staaten, vielleicht über China, Indien oder Brasilien, diesen Vorstoß dann zu machen. Aber davon merken wir leider nichts. Leider, aber wir werden die Lage weiter beobachten. Sie müssen auch wieder zurück in den Plenarsaal. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und ja, alles Gute. Danke Ihnen.